Der Montag fühlte sich an wie ein Freitag, ehrlich gesagt. Da ging schon so die Post ab. Es war super intensiv. Zeit war zu knapp, die Leute haben alle überzogen. Die Zeit hat doch irgendwie nicht so lang gedauert, wie sie daheim gedauert hat. Ich wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand, ehrlich gesagt. Ich glaube, den Kandidaten auch nicht. Hab ein bisschen mit dem Herd gekämpft. Mike und Helmut hätten ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Gestern hatte ich die schnellsten 35 Minuten meines Lebens. Plötzlich ist es 3 Minuten bis zum Anrichten und da ist weder ein Lamm in der Pfanne noch eine Sauce Bernays angesetzt. Wann legst du dein Lammfilet rein? 2:30? Ja. Das muss jetzt rein. Geht sofort. Ja, ich bitte dich. Ich bitte darum. Sauce Bernays jetzt noch. Uiuiui, das wird arschknapp. Da habe ich schon meine Fülle davon schwimmen sehen. Da habe ich dann irgendwann mal leichtes Angstflackern bekommen, ne? Ich habe nur gemerkt, mit dem Fleischpflanzer oder der Frikadelle wurde es knapp. Ja, Mike musste leider gehen, hat sich zu viel vorgenommen und ist dann eben auch an seinem Gericht gescheitert. Er hat immer von Materialschlacht gesprochen, das war aber auch so. Du hast einfach zu viel von der Aprikosenmarmelade bei der Gurke, du hast zu viel von diesem Möhrenstampf auf dem Teller, was auch sehr süß war und ja, die Dimensionen haben nicht gepasst. Und die ganze Möhre, ich fand das toll, hat mich gefreut, dass da so eine Möhre... aber nochmal süß. Ja, toll, aber die war auch sehr süß. Die Karotte war halt ein bisschen süß. Was macht denn die Schokolade auf dem Gurkensalat? Ich koche seit über 30 Jahren, aber was macht die Schokolade auf dem Gurkensalat? Der Gurkensalat ist sensationell. Ich kann jedem nur sagen, Gurkensalat mit einer Balsamico-Schokolade-Dingsbums, mega. Ich glaube, von allen Kandidaten verkraftet es er noch am besten, weil er ist einfach gut drauf. Ja, er ist auch gekommen, um eine Frau irgendwie kennenzulernen und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Aufruf hin. Der erste Tag ist überstanden, ich bin noch dabei. 5 Kandidaten sind noch dabei. Die haben noch alles offen. Und jetzt will ich das natürlich wissen, angreifen. Jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich mehr. Also mein Ziel für heute ist eigentlich Überleben. Weiterkommen, würde ich mich drüber freuen. Oder der Tagessieg. Tagessieg brauche ich nicht. Ich kann nur gewinnen, Step by Step. Möge der Bessere gewinnen. Jetzt legen wir los. 5 Kandidaten, 5 Signature-Vorspeisen. Heute in der Küchenschlacht. Hier im Studio. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Küchenschlacht, meine Damen und Herren. Vorspeisentag. Ich starte den Countdown an die Töpfe. Fertig, los geht's! Jawohl, heute ist der Vorspeisentag und bei dem Thema Vorspeise in der Küchenschlacht könnte man meinen, wäre easy. Ist es auch, wenn man konzentriert und kreativ und filigran arbeiten kann. Ansonsten kann das natürlich auch eine sehr schwierige Angelegenheit sein. Ich persönlich möchte heute wirklich saubere Teller haben. Teller, die wirklich schön angerichtet sind, wo die Proportionen stimmen. Ein Teller, von dem man auch wirklich sagt, ja, das ist eine Vorspeise. Danach habe ich noch Lust, den einen oder anderen Gang mehr zu essen. Und ja, das Ganze wird heute verkostet von einem jungen Mann aus München. Er sieht gut aus, ist schon lange dabei. Wirklich Top-Typ, ein wirklich guter Kumpel. Martin Baudrechsel kommt heute. Das ist ein cooler Typ. Bayer, also süddeutsch. Das ist für mich auch immer schon mal ein Pluspunkt. Ist ja auch ein Münchner, das ist immer ganz cool. Ich bin sehr gespannt, weil ich ihn als irgendwie sehr strengen Juror so sehe. Ich finde, er achtet sehr auf die Details. Auch das feine Anrichten ist sein Dingen. Und ja, das sind Komponenten, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Und ja, so ein bisschen ins Grübeln kommt man schon, wenn neben einem jemand steht, der gerade mal 19 Jahre alt ist und mit 6 Jahren schon angefangen hat zu kochen. Da merkt man dann doch, ja, man ist schon ein bisschen älter geworden, aber macht ja nichts. Sie ist da, sie ist fröhlich, gut gelaunt und das gefällt mir besonders gut. Einen großen Applaus an Pauline. Hey!
Ja, da. Es hat ein kleines Lächeln auf deine Mundwinkel gezaubert, die Ankündigung gerade. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht's sehr gut, danke. Ja? Ja. Warum geht's dir so gut? Warum strahlst du so? Ja, ich bin einfach froh, da zu sein. Es ist so eine tolle Möglichkeit. Ich habe ganz, ganz tolle Mitstreiter. Okay. Und es macht einfach extrem viel Spaß. Und ja, danke schön. Also sagst du, es hat sich jetzt schon gelohnt, ja? Es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich finde, wir sind alle Gewinner. Also, ja, doch. Ja, olympischer Gedanke und so. Aber wäre auch schön, wenn du weiterkommen würdest. Natürlich. Dafür musst du heute eine Top-Vorspeise hinlegen. Und ja, wir sind alle gespannt, was es gibt bei dir. Es gibt heute eine Lachsforelle mit Pistazienstreuseln, die ich gerade schon mache. Ja, das ist cool, ja. Dann so Zitrusfrüchtesalat und einem Rote-Bete-Sud. Ja! Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Du hast natürlich vorbildlich vorbereitet. Logisch. Sieht aus wie so ein Gourmet-Teller, ne? So ein bisschen stylisch, ja, so Nordic Cuisine-mäßig. Ne? Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie kommt man auf so ein Rezept? Also ich habe da eine App tatsächlich. Und da war das mal auch von einem angehenden Koch. Und eigentlich zum Winter mit eben winterlichen Aromen. Und dann habe ich gedacht, im August braucht man natürlich was Sommerliches. Mhm. Und deswegen habe ich das dann ein bisschen angepasst. Statt Walnüsse, Pistazien. Und, ja. Aber rote Beete und Orange, sommerlich? Ja, aber ich finde, das sind Sachen, das geht auch gut im Sommer. Ja, das schon. Ja. Ja, ja, aber es ist nicht so sommerlich eigentlich, ne? Finde ich schon. Also ich trinke einen Orangensaft, einen frisch gepressten, ja auch im Sommer. Das macht Sinn. Liebe Pauline, ich merke schon, wir haben auf jeden Fall durchaus Diskussionspotenzial. Ich denke auch. Aber es macht mir sehr viel Freude, vor allem dir beim Kochen zuzuschauen. Ja. Deshalb rock die Bude und ich geh direkt zu deinem Nachbarn und Mitstreiter, der hier gestern wirklich in allerletzter Sekunde sein Lammfilet noch fertig gekriegt hat, unter Schweiß und Tränen noch eine Bernese auf den Tisch gezaubert hat, aber halt weitergekommen ist und jetzt hier steht, der Helmut. Jawohl. Ja. Ich hoffe, du weißt jetzt einfach, wie man mit diesen 35 Minuten umgeht und dass man am Anfang reinhauen muss. Richtig. Ja, was? Was mache ich jetzt? Richtig. Schälst du da gerade die Tomaten, oder was? Ja. Das ist eine sehr eigenwillige Methode, aber erst... Ja, guck mal, die Damen lachen da hinten. Pass auf, ich könnte es auch blanchieren und abziehen, ne? Ja, aber? So, dann sind die aber ein bisschen vorgegart und so kleine Dinger sind dann ruckzucki durch. Ich probier's mal so. Ja, gut, dann erzähl doch mal, was du damit vorhast. So, das wird... Wahrscheinlich ein Carpaccio. Das wird ein Spargeltonato. Im Grunde genommen ein Vitello-Tonato. Nur, dass man das Kalbfleisch dann durch Spargel ersetzt. Ansonsten sind die Komponenten ziemlich gleich. Das heißt, die Tomate spielt jetzt noch nicht mal eine tragende Rolle? Nein, das ist nur Dekoration. Und das habe ich mir... Ich habe mir diese Tätigkeit speziell ausgesucht für die Momente, wo du neben mir stehst und mich fragst. Weißt du, da kann ich so vor mich hinschnitzen. Okay. Schauen wir uns erstmal an, wie du diese Tomate dann in Szene setzt. Es sind zwei Stück, die da draußen sind auf dem einen Teller. Zwei, genau. Oder sind vier halbe. Vier halbe? Vier halbe, zwei ganze. Ja. Vier halbe, zwei ganze. Alles klar. Du, ich finde das die Idee spannend. Die Idee finde ich gut. Es liest sich auch ganz witzig. Ich hoffe, dass es mithalten kann mit den anderen Gerichten, weil es sich schon sehr einfach liest. Also ich stelle es mir gerade sehr einfach vor. Okay, also ich wollte trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass 3 Minuten deiner 35 Minuten jetzt auf die Deko gegangen sind. Und dass, alles gut. Die Zeit knapp wird. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Marisa. Ja, Marisa, meine Lieblingsschwäbin, zumindest in dieser Runde, halb Danke. Italienerin, halb Schwaben. Wo kommst du her eigentlich?
Ist also ursprünglich aus Friedrichshafen am Bodensee. Ja. Und jetzt wohne ich in Isny im Allgäu, aber württembergisches Allgäu. Das württembergische Allgäu. Genau, ja, ganz genau. Knapp also an der Grenze. Beanspruchen ja auch die Bayern für sich, ne? Ja, aber württembergisches Allgäu. Ja, ja, ja. Ganz wichtig, man, ganz wichtig. Wir haben ja auch eine Bayerin hier in der Runde. Ja. Wo kommst du her genau? Ich komme aus Peißenberg. Das ist im schönen Oberland. Wo ist denn das Oberland? Das ist 60 Kilometer südlich von München. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Ne? Ja. Wir gehen zurück ins Allgäu, ins schwäbische Allgäu. Danke. Ja. Da wohnt nämlich die Marisa und kocht wahrscheinlich jeden Tag, ne? Richtig, genau. Ich habe zwei kleine Kinder und einen Mann und die möchten bekocht werden. Und genau. Und dann machst du das einfach, oder was? Dann, das ist meine Leidenschaft und mein Anspruch, dass die Kinder ordentlich was zu essen bekommen, eine gute Ernährung. Dein Mann ja einen Sechser im Lotto, ne? Absolut, ja. Sag ihm das. Ja, ja. Das mach ich. Okay. Genau. Und hast ein sehr cooles, auch fast schwäbisch-italienisches Gericht eigentlich ja, mitgebracht. Ja, genau, ein italienisches. Erklär doch mal. Heute. Also heute gibt es ein Dinkelsotto mit Zucchini und einer Garnele im Kartoffelmantel. Dinkelsotto deshalb, weil ich anstatt Reis Dinkel nehme und der dann eben nach Risotto-Art zubereitet wird. Ja, wir schauen uns ganz kurz ein Foto an erstmal. Da sieht man das Dinkelsotto, die Garnele so eingewickelt, die Kartoffel in so einer so eine schöne Spirale. Und Dinkel, ja, ein sehr gesundes Getreide, sagt man, zumindest in der Form, wo eben die Schale und auch der Kern noch drin ist sozusagen. Es ist eigentlich in dem Fall jetzt ein Vollkorn. Er fährt eigentlich so eine Renaissance überall in den Biobäckereien, findet man Dinkelbrot. Dinkel ist absolut im Thema und man kann es eben auch tatsächlich wie ein Reis kochen. Genau. Ja? So viel zum Dinkel. Jawohl. Ja, so. Ach so, drin wir schon ein. Ja? So, Junge in die Paprika. Meine Damen und Herren, kennen Sie den Beruf eines Feelgood-Managers? Kennt ihr das hier? Ja, ich habe es auch noch nie gehört, aber hier steht einer. Lukas. Hallo. Fühlst du dich gut? Ich fühle mich gut. Fühlst du dich gut? Das wäre mein Job. Ja, wenn ich neben einem Feelgood-Manager stehe, muss ich eigentlich sagen, ich fühle mich schlecht. Richtig. Du hättest jetzt schon einen Kaffee von mir bekommen und dir würde es gut gehen. Echt? Genau. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn ein Feelgood-Manager? Genau, also ich betreibe einen kleinen Coworking-Space hier um die Ecke. Und da kannst du also hinkommen mit deinem Laptop und deinen Kopfhörer und setz dich hin, kriegst einen guten Kaffee, kriegst vernünftiges Licht, Schreibtisch zum Arbeiten, kannst dich wegsperren, telefonieren. Und gerade für Freelancer halt total wichtig. Und wir sind von morgens bis abends da vor Ort und egal, was für kleine Wehwehchen es gibt, wir sind dann immer für die Leute da, die bei uns einen Tisch mieten. Mal schauen, was ich noch für Wehwehchen habe heute. Ja. Oder wenn im Publikum noch jemand was hat oder so. Oder hier auch, wenn ihr was braucht. Wir haben hier einen Feelgood-Manager, der natürlich auch ein Feelgood-Gericht dabei hat. Was gibt's bei dir heute? Bei mir gibt's Paprika-Tatar und mit einem Schabziger-Klee-Schaum. Das Ganze ist auf einem Pumpernickel, das ich gerade anröste. Und dann kommt da oben ein pochiertes Wachtelei drauf. Wow, hört sich spannend an. Foto gibt's auch, schauen wir uns an. Ja. Aber das ist ja anders angerichtet, ne? Was ist da drin drunter dann? Da habe ich Tramezzini genommen. Ja. Das war mir aber nachher ein bisschen zu laff. Und dann habe ich gesagt, eigentlich Paprika Pumpernickel passt Pumpernickel ein ganz gut. Ja. Okay, Schabziger Klee, wie kommt man auf dieses Gewürz? Hast du das irgendwo da? Hier ist es, ja. Okay. Genau. Ja. Also ich habe einen veganen Kochkurs gemacht. Und das bestand im Grunde daraus, ich habe es jetzt halt durch dieses Pumpernickel und durch das pochierte Ei nicht mehr ganz vegan, aber ein bisschen getuned. Da hast du das Gewürz kennengelernt? Genau, genau. Okay. Schabziger Klee ist ein ganz besonderes Gewürz, wird auch in der indischen Küche verwendet, erinnert sehr an Boxhornklee. Wenn man davon zu viel nimmt, ist es nicht genießbar, also es ist wirklich abscheulich bitter, also man muss damit umgehen können. Ich lasse dich jetzt einfach auch erstmal ein bisschen ackern. Ja, super. Und begrüße meine letzte Kandidatin für heute, die Sabine. Ja. Sabine, ja. Bevor ich probiere, möchte ich natürlich gerne wissen, was es gibt. Genau. Also bei mir gibt es rote Beete-Spaghetti mit einer Joghurtsoße, die da schon ist. Ja. Und dann werden dazu Riesengarnelen gebraten.
das richtig zusammen an. Und das ist ein Gericht, ja, das habe ich auf La Palma gegessen. Und es hat mir so gut geschmeckt. Das ist Melone mit eingelegten roten Zwiebeln und ein bisschen Lavendel. Und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dran machen. Ja, ja. Und auch, es hört sich, finde ich, sehr gut an. Wir holen uns zum einen dicken Applaus dafür ab, für dein Gericht. Und wir schauen natürlich auch mal, wie das Ganze aussehen soll. Die rote Bete-Spaghetti, wird die gegart? Ja, die wird ganz kurz in Oliven, also in Rapsöl, also in neutralen Öl gebraten. Und dann kommt ein bisschen Balsamico drauf und Pfeffer und Salz. Okay, cool. Mhm. Und dazu gibt es halt dann diese Soße mit Baharat und Zitrone. Baharat, wow. Also jetzt auch noch mal irgendwie so nordafrikanisch so ein bisschen. Also ist hier sehr viele Aromen. Mhm. Spannend, ja. Also sehr, Salz oder sehr nicht cool. Mehr Salz? Ja, du hast ja mit Süße gearbeitet auch und Salz. Das ist Apfel. Ich finde es absolut schmackhaft. Bin total gespannt auf diese Kombination, wie das dann zusammengeht. Und ich glaube auch, dass unser Juror genau für solche Stilmixe offen ist. Ja? Okay. Ich wünsche mir, dass die Joghurtsoße richtig viel Bums hat. Ich wünsche mir, dass da vielleicht so arabische Gewürze mit drin sind, dass das Ganze ordentlich peppert. Ja, bin mal gespannt, wie du das umsetzt gleich. Ja, meine Kandidaten sind eigentlich allesamt nicht wirklich unbeschriebene Blätter, was das Kochen angeht. 19 Jahre jung, habe ich gerade schon erwähnt, aber eben mit 6 Jahren schon in der Küche gestanden. Ich glaube, zum 10. Geburtstag hast du dir eine Küchenparty gewünscht. Ja, genau. Also das war eigentlich ganz cool. Ich habe immer so Motto-Partys von meinen Eltern bekommen. Und dann habe ich halt einmal gesagt, dann gehen wir doch ins Küchenstudio und dann lernen wir mal, wie man richtig den Tisch deckt und wie man eben ein gutes Menü zaubert. Okay, das heißt, es hat dich nie losgelassen, das Kochen? Nein, gar nicht. Bis zu einem Praktikum bei einem sehr berühmten Koch, ne? Ja, genau. Ich durfte eine Woche bei meinem Schülerpraktikum in der 10. Klasse zu Hans Haas ins Tantris. Wow. Und, wie war das? Ja, oh. Also das war, glaube ich, die intensivste Woche in meinem Leben, aber halt auch echt die schönste. Also es war wirklich und durfte, so was toll. Musste nur Kartoffeln schälen oder durftest du auch? Dachte ich ehrlich gesagt erst, aber ich wurde komplett eingebunden. Ich durfte Fenchel schneiden für einen Fenchelsalat, der wirklich an Gast gegangen ist. Oh, und also, der lebt noch, der Gast? Der Gast lebt noch und hat auch keine Beschwerden geäußert. Okay. Und ich habe halt auch die Möglichkeit bekommen, wirklich in jeden Bereich mal reinzuschnuppern. Ja. Und allein mit Hans Haas zu kochen, ist Wahnsinn. Und der hat sich ja dann auch Zeit für mich genommen und hat mir gezeigt, wie man jetzt richtig schneidet. Cool. Und nicht so amateurhaft. Wie schneidet man richtig? Ja, zum Beispiel, dass man den Zeigefinger an die Seite legt und nicht so drauf, was ich davor gemacht habe. Und dass man halt so den Krallengriff, die Krallen, genau. Und dass man halt den Daumen auch hinten dann zur Stabilisation nutzt. Ja, da denkt man ja eigentlich, so jemand wie du macht dann eine Ausbildung im Gastrogewerbe oder sowas, ne? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich nicht aufs Gymnasium gegangen wäre, hätte ich das auch gemacht, weil das ist ein cooler Job, also wirklich toll. Was machst du jetzt? Ich mache jetzt ein duales Studium, das heißt Digital Management and Transformation. Das ist eigentlich Wirtschaftsinformatik mit Zusatzmodulen in digitaler Transformation. Da wird man dann, glaube ich, Feel-Good-Manager am Ende, oder? Also dann braucht man das Kochen wirklich als Ausgleich, glaube ich. Definitiv, ja. Und hier vorne sitzt ein sehr stolzer Papa, glaube ich, auch. Ja, hier. Der, ja. Der lacht sich schon seit 20 Minuten kaputt, glaube ich. Absolut richtig, ja. Wunderbar. Ja, warum bist du so fröhlich? Ja, ich bin von Natur aus tatsächlich fröhlich. Ich hoffe, das überträgt sich auch auf meine Tochter. Also ich bin total stolz, dass sie da ist und deshalb das Allerschönste, was einem passieren kann. Geil. Kapern. Erklär mal den Stand. So. Kapern sind sind frittiert. Ja. Spargel ist gegart. Du machst jetzt noch eine Thunfischcreme, ne? Ist fertig. Wolltest du probieren? Ja, gerne. Dosen-Thunfisch wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, dass es Glas-Thunfisch ist. Ach so, aus natürlicher Haltung. Mhm. Und das ist dann einfach jetzt gemixt worden mit? Mit Kapern, mit Creme Fraiche, mit Calamansi-Saft. Oh, cool. Schmeckt? Wieso denn Calamansi-Saft?
Ja, ich muss doch überhaupt mal erklären. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Kalamansi-Saft ist. Das ist also eine Urzitrone, kommt von den Philippinen und hat einen etwas anderen, ausgeprägteren Geschmack als Zitrone. Mhm. Ist ein bisschen geschmeidiger, hat weniger Säure. Mhm. Also, Kalamansi-Saft, haben wir wieder was das gelernt. Thunfischcreme auf Spargel, auf grünem Spargel. Hier haben wir so einen Lachs mit Zitrusfrüchten. Genau. Lachsforelle, besser gesagt. Genau, beste rote Beete, Sud, genau. Zitrusfruchtsalat. Hier haben wir das Dinkelsotto, was hier so langsam vor sich hinkocht. Marisa, ja. Meine schwäbisch-italienische Freundin. Ja. Kannst du was zu deinem Dinkelsotto sagen? Ja, der braucht jede Sekunde. Ja, ist es, ja. Dauert schon länger, oder? Das wahrscheinlich, dauert schon, ne? Länger, ja, eben. Und okay. Naja, ich hoffe. Sehr gut. Deine Garnelen, die, wie werden die gar? Frittierst du die? Die frittiere ich dann nachher aus, genau. Mhm. Die habe ich jetzt geschält und gewürzt. Ja. Die Kartoffel drum und die werden nachher ausgebacken. Ich hoffe, dass es nicht zu viel Kuddelmuddel ist. Also, weil das Dinkelsotto ist ja schon sehr mächtig. Also da kommt schon ein Haufen, wahrscheinlich Parmesan, Butter mit dazu. Und dann noch dieser Kartoffelmantel, also nochmal Stärke. Bei diesem Gericht ist Zurückhaltung geboten. So. Paprika Tartar, auch eher ungewöhnlich. Klingt jetzt nicht so verlockend. Also Tartar ist etwas, was aus Fleisch oder Fisch hergestellt wird. Klassisch natürlich aus Fleisch. Aus Gemüse, kleingewürfelte Rohkost, da wäre ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Was ist da alles drin? Ich soll probieren. Kannst du, musst du nicht. Ja, ich probiere sehr gerne. Also die Paprika, Haut abgezogen, dann einfach ein bisschen Schalotte warm abgewaschen, damit die nicht so viel Schärfe hat, Knoblauch, Balsamico, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Okay, ich finde es ganz cool. Der Paprika ist noch nicht so weich, hätte ich fast noch einen Ticken länger gelassen, ich persönlich. Ja, ja. Hier kommt noch ein bisschen weichere dazu. Ah, so, ja, so verschiedene Texturen. Ja, ich finde es eigentlich ganz geil, weil es so fleischig ist, also es soll ja... Ne? Ausgeschlafen, der Junge. Ja, da finde ich eine gute Idee. Ja, also das finde ich natürlich, okay. Das find ich natürlich wieder sehr cool. Ja. Und das ist dieser Schaum dann mit diesem Schabziger Klee. Das ist jetzt noch nicht so krass. Auf was für einer Basis ist der? Sojalecithin. Cool, ja. Also tatsächlich, wenn man so Schäume machen möchte, dann hilft das mit Sojalecithin eigentlich sehr gut. Und ja, riecht cool. Das schön an. Ja. Und jetzt schaue ich noch mal zu Sabine. Ja, ich bin ganz entspannt. Ja, merke ich. Ich warte jetzt auf die Zeit, dass ich es braten kann. Ja, du bist ein bisschen der Helmut gerade, ne? Ja. Deine Riesengarnelen, ja. Das ist auch nett, wenn die schön in Ruhe gebraten werden und ja, so. Ja, aber wir haben ja gestern gesehen, wenn das so nachzieht, dann sind sie nachher nicht mehr glasig. Ja, also ich würde es eher fertig machen und dann das mit einrechnen. Ich darf die mal probieren, ne? Ja, gerne. Okay. Ja. So, dann geht's jetzt los. Was sagt denn deine Fankurve hier? Ja, die müsste, mein Mann liebt dieses Gericht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die hier so lässig da rumsteht. Nee, das hat den Griff. Ist das normal oder? Das ist ganz normal, ja. Ist das zu Hause auch so oder? Ja. Was machst du dann? Mitkochen. Ich koche mit. Ah, darfst du? Ja. Na klar. Okay, weil oft ist das so, dass wenn die Frauen hier so gut kochen, dass sie dann ihre Männer aus der Küche verbannen. Ich kann auch gut kochen, also dann. Sehr geil. Ja. Und mehr mitmachen? Eventuell, mal gucken. Ja. Mal gucken, wie weit meine Frau kommt und dann. Ja, nicht mal gucken. Entscheide ich mal. Nicht mal gucken, mitmachen. Formular gibt's gleich. Du bist ab jetzt dabei. Fertig. Aus. Zack. Ja? Und das ist doch nur ganz kurz. Ich kann nicht einfach Schnaps denken. Ja. Du musst doch nur rot sein. Genau. Also rote Beete-Nudeln, richtig geil, richtig lecker. Die Garnelen würde ich scharf anbraten, um Röstaromen zu erzeugen. Okay. Und dann, dass sie schön glasig sind innen drin. Ja. Joghurtcreme hast du fertig. Ja. Und Melonensalat hast du auch, ne? Schon angerichtet. Der ist schon angerichtet. Du darfst ihn auch gern probieren. Ja, ich würde jetzt nicht vom Angerichteten da probieren. Nee, hier habe ich. Ach so. Hat's noch. Aber ist schon ordentlich Zwiebel dabei auch, ne? Ja, aber die habe ich nicht mit angerichtet. Ach so, wollte gerade sagen, ne? Nee, nee. Mhm. Cool. Ist da ist Zitrone dabei, ne? Ja. Das ist cool mit dieser Säure, die macht das Ganze frisch. Ja, sehr, 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 sehr spannende Gerichte. Tartar geht hier schon gerade rein. Das Ei marschiert hier vor sich hin. Nicht, dass es zu durch ist. Eins hatte ich gesehen, hattest du hier schon oder zwei? Ja, das ist ein Backup-Ei. Ein Backup-Ei. Das ist ja, wenn man diese Coworking-Space-Besitzer, die viel gut Manager sind, brauchen natürlich auch ein Backup-Ei. So. Yeah. So,
So, hast du auch ein Backup-Ei, oder? Nö, habe ich nicht. Nee, ne? Brauchst du nicht, ne? Ist noch alles gut? Hast du deine Forelle im Griff? Ja, die habe ich hier schon rausgetan. Ja? Die cool. Hast du die? Ja, genau. Ich habe das nach einem Rezept von Hans Haas gemacht, tatsächlich. Oh, jetzt reißest du ihn aber rein. Okay, das heißt, die Tranchen nimmst du jetzt gleich auseinander wahrscheinlich? Genau, ja, also das schneide ich dann eben und dann, genau. Pistazienkrambel haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das sind Pistazien und was noch? Einfach nur Mehl, bisschen Salz, bisschen Zucker. Mhm. Total coole Idee. Ja, also wenn man natürlich beim Zwei-Sterne-Koch Praktikum macht. das ist dein Sud hier. Was passiert damit noch? Der bleibt heiß, ja, oder? Bleibt heiß, genau, ja. Hast du was? Ist da alles in Ordnung bei euch? Ist das das Backup-Ei gewesen, oder? Okay. Nein, wir machen noch ein Backup-Ei. Okay. Also, dann richtet jetzt an. Sound ist da, der sagt, jetzt sind nur noch 1 Minute und 40 Sekunden. Spargel ist ja auch gewürzt. Ja. Schön abschmecken nochmal. Was sagt der Dinkel? Nicht gut. Nee, ist nicht zufrieden? Nee, leider. Viel zu hart. Marissa, mach mich nicht fertig. Ja, hier. Doch. Hast du schon Käse rein? Noch nicht, ja, oder? Jetzt habe ich ihn gerade mit dazu, aber... Lass es kochen. Nimm dein... Acht auf deine Garnelen. Ja, geschmacklich toll. Teller her, mach nicht zu viel drauf. Ha? Ja. Ja. Oder? Dritte. Ja, zwei hast du drauf, ne? Zwei reicht ja, ich finde, es reicht. Okay, mach ruhig noch ein zweites Ei drauf, ne? Ja. Letzte Minute. Auf geht's. Jawohl. 40 Sekunden noch. Der erste Teller geht schon nach vorne. Marisa, sehr schön. Genau, nimm schön hier vorne von dem Dicken da. Genau. Genau, genau, so schön. Schneiden, perfekt. Die sind schön, die Tranchen. Nimm lieber die, sind schöner. Jawohl, noch eine, da passt. Drei Stück. 13, 11, 10, 9. Asparago Tonato, das klingt wirklich einfach lustig und kreativ. Hatte ich so selber noch nicht, da lasse ich mich überraschen. Ich denke, es ist ein schöner Spargelsalat mit einer Tonato-Soße. Wenn man das gut macht, das kann richtig toll sommerlich sein. Und Rote-Bete-Spaghetti in Joghurtsoße mit Riesenkanälen und Melonensalat, das liest sich so unglaublich einfach und fast ein bisschen langweilig. Und ich hoffe und ich lasse mich gerne überraschen in dieser Sendung, ich hoffe, dass das Beste draus gemacht wird. Sabine. 5 Vorspeisen sehe ich gerade. Ja, ist es so geworden, wie du dir das vorstellst? Ja, ist so geworden, wie ich es mir vorstelle. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob die Garnele ein bisschen zu salzig ist. Mhm. Aber vielleicht, wenn man das im Zusammenhang mit den roten Beeten isst und der Joghurtsoße, wird sich das vielleicht ausgleichen. Ja, Helmut, was sagst du zu deinem Gericht? Ja, ist ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sind alle Komponenten drauf. Mhm. Ob jetzt der Spargel genau unserem Juror gefällt, weiß ich nicht, aber so schmeckt er mir auf jeden Fall. Mhm. Und das ist die Hauptsache. Ja, Lukas, ein sehr avantgardistisches Gericht, finde ich, was du da gemacht hast. Passt das auch geschmacklich und von der Textur? Also es ist auf jeden Fall ein Risiko, ein kleines. Und ja, ist gut abgeschmeckt. Den Schaum muss man auch ein bisschen mögen und vielleicht verstehen. Mhm. Ja, mal gucken, wie der Pumpernickeltaler da drunter, wenn der so ein bisschen Crunch hat, ist das ganz cool. Ja, Marisa, Dinkel-Sotto, glaube ich, sieht man jetzt auch nicht ständig. Da hast du ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Was sagst du zu deinem Gericht? Ich habe mit dem Herd gekämpft. Mhm. Und ich glaube, der Dinkel ist mir nicht weich genug geworden. Mhm. Und die Schlotzigkeit fehlt einfach. Ich hoffe, dass die Garnele dafür umso besser ist und das raushaut. Ja, Pauline, du bist heute mit einem Gericht unterwegs, inspiriert von Zwei-Sterne-Koch Hans Haas. Wird er stolz auf dich sein oder wirst du eher sagen, hätte ich ihn mal bloß nicht erwähnt? Ich glaube, er wird stolz sein. Ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben und es ist auch ein
sehr passables Ergebnis daraus entstanden. Mhm. Und ich bin rundum zufrieden. Jetzt hoffe ich auch, dass es ankommt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben heute zwar Vorspeisen gemacht, aber alles zusammen ergibt dann eigentlich ein Fünfgang-Menü, aus dem sich dann wiederum unser Juror einen Gang raussuchen wird, der es dann leider heute nicht schaffen wird. Und das, diese ehrenvolle Aufgabe, bedient kein anderer, kein geringerer als Martin Baudrechsel. Hallo zusammen. Ah, herrlich. Ja, sieht alles sehr bunt aus. So müssen Vorspeisen auch sein. Mhm. Kreativ, leicht, nicht zu schwer. Mhm. Und hiermit fange ich an. Ein Paprikatatar mit Schabziger Kleeschaum, pochiertem Wachtelei und Pumpernickeltaler. Und das sieht auch richtig cool aus. Das ist ein Gericht hier mit ja, ganz wenig Komponenten, sehr kompakt angerichtet. Da fange ich mal an. Es ist wirklich ansprechend, sehr gastronomisch hier mit dem Ei drüber, Schaum drüber. Ja, gut gemacht. So, jetzt probieren wir das. Also optisch. Optisch und von der Menge eine richtige Vorspeise. So, jetzt probieren wir mal diesen Tatar mit diesem Schaum. Es schmeckt sommerlich, es schmeckt frisch, schöne Röstaromen sind da drin. Paprika schön süß, wunderbar. Dieser Pumpernickeltaler ist da drunter, finde ich auch sehr interessant. Mit diesem Wachtelei zusammen passt das sicher hervorragend. Moment, komm her. So. Ja, toll, also es ist ein ganz neues Erlebnis. Also wer kommt da drauf? Ein Paprikatatar. Abgefahren. Kandidaten beider Küchenschlachten. Toll. Es ist wunderbar gewürzt, es hat schöne Aromen, es ist ein bisschen Tomate mit dabei, die Paprika hat so einen leichten Biss noch, wurde auch fachlich richtig geschnitten, toll angerichtet, wie gesagt, da unten ist noch hier so ein Wässerchen, das ist der Paprikasaft, nehme ich an. Ja, und dieser Schaum ist schön würzig, das passt hervorragend zusammen, die Süße von der Paprika mit diesem würzigen Schaum. Tolle Geschichte, wirklich. Bravo. Weiter geht's mit einem Dinkelsotto mit Zucchini und Garnele im Kartoffelmantel. Alles klar, jetzt probieren wir mal diesen Dinkel hier, da ist Zucchini mit dabei, wie gesagt. Okay, mit Zucchini, die ist da klein geschnitten. Parmesan, schön würzig. Ja, Dinkel hat noch einen leichten Biss. Ich weiß nicht, ob er vielleicht hätte weicher sein müssen. Hätte vielleicht noch ein bisschen länger gekocht sein. Hätte man länger kochen können. So. Diesen Dinkel, der ist noch ein bisschen hart im Biss. Nichtsdestotrotz, tolles Aroma mit dem Parmesan da drin. Diese Garnele im Kartoffelmantel. Ja, okay, die lag jetzt hier schon ein bisschen, natürlich ist sie nicht mehr so knusprig, das ziehen wir jetzt natürlich ab, die Zeit. Hätte man vielleicht noch ein bisschen knuspriger backen können, aber die Idee ist toll, die Präsentation ist toll. Jetzt probieren wir mal die Garnele. Die ist ordentlich gebraten, sehr gut, ja. Das hier hätte ich mir ein bisschen knuspriger gewünscht, also die Idee ist total toll. Durchführung jetzt nicht so hundertprozentig, nichtsdestotrotz toller Geschmack. Ich beiß jetzt nochmal rein. Geschmacklich sehr gut, konsistent, ein bisschen zu hart. Ein schönes Gericht, nicht ganz zu Ende geführt. Weiter geht's. Jetzt gibt's eine Lachsforelle mit Rote-Bete-Sud, Zitrussalat und Pistazienstreusel.
und probieren die mal. Sehr gut. Schön, ist nicht trocken, ist schön saftig. Ja. Mhm. Zitrussalat hat ein tolles Aroma, eine schöne Säure, passt sehr gut zusammen mit der doch etwas fettigen Lachsforelle. Das ist wunderbar gemacht. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die Lachsforelle in diesem Rote-Bete-Sud auch pochiert ist und nicht mit Rote-Bete-Sud. Trotzdem ist es sehr gut. Aber Rote Beete passt sehr gut, also dieser Sud passt sehr gut, die Säure passt sehr gut zur Forelle. Aber es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel auf dem Teller. Es ist eine sehr kleine Vorspeise, schmeckt aber. So. Jetzt gibt's Rote Beete Spaghetti mit Joghurtsoße, mit Riesengarnelen und Melonensalat. Und jetzt probieren wir das. Die Rote Beete ist nicht ganz roh, das finde ich gut. Wurde die irgendwie angebeizt oder angekocht? Ja, die wurde tatsächlich so ein bisschen geschmort. Das ist eine Nudel eigentlich, ja. Mhm. Dadurch hat die eine tolle Konsistenz, eine richtig schöne Süße, diesem Joghurt. Es ist frisch. Wow, ich hätte bei dem Gericht im Vorfeld nicht so viel erwartet, wie was ich jetzt hier schmecke. Allein die Rote Beete und der Joghurt, das passt schon wunderbar zusammen. Diese Garnele dazu. Mhm. Garnele, schön glasig, tolles Aroma, tolle Konsistenz, gute Qualität halt auch, ne, bei der Küchenschlacht. Dazu gibt es einen Melonensalat. So. Und hier sind Zwiebeln mit dabei, rohe Zwiebeln. Wer hätte das gedacht? Liebe Freunde, probiert mal rohe Zwiebeln mit Melone. Ein Geschmackserlebnis für mich der anderen Art. Richtig toll. Die Zwiebel hat keine Schärfe mehr. Die Zwiebel liefert was ganz Interessantes zu dieser Melone. Das passt wunderbar zusammen. Haut mich jetzt so ein bisschen mehr vom Hocker, muss ich sagen. Sehr gut. Weiter geht's. Stichwort Stichwort Vorspeisen dürfen nicht zu groß sein. Hier ist es ein bisschen groß geworden, macht aber nichts. Asparago Tonnato mit frittierten Kapern und Kräutercroutons. Das ist eine tolle Idee. Warum nicht mal Spargel servieren mit einer Tonnato-Soße, also klassische italienische Küche. Hier auf Mayonnaise-Basis nehme ich mal an. Ich sehe schon, da ist ein bisschen viel Thunfisch drin. Probieren wir das Ganze mal. Nicht, dass das Tonnato Asparagus ist und dass der Asparagus gar nichts mehr zu melden hat. Sehr gut. Sehr würzig. Wie ich aber befürchtet habe, die Soße ist sehr dominant. Man schmeckt den Spargel gar nicht mehr richtig. Ich nehme jetzt einfach so eine Spargelspitze mit etwas weniger Soße. Passt sehr gut zusammen. Spargel ist schön gegart. Dazu dieser kleine Salat. Diese frittierten Kapern, die gehen so ein bisschen unter. Dieser große Salat mit Rucola. Das finde ich schade, dass er nicht mariniert wurde. Das sagt man jedem Azubi, leg nie irgendwie rohe Blätter auf den Teller. Unsere Gäste sind keine Hasen. Wir mögen Vinaigrette, wir mögen Öl. Da hätten wir einfach noch mit so einem bisschen Zitronensaft und Olivenöl drüber gehen müssen, dann wäre das wirklich perfekt. Also ein Rucola möchte ich gar nicht probieren. Ich weiß, wie roher Rucola schmeckt. Das sind die Croutons, schön knusprig. Mhm, die sind vor allem schön knusprig nicht, aber schön ölig. Aber gut ölig. Sehr gut. Ja, sind richtig schön vollgesogen. Nochmal die Tuna-Soße. Tomate dazu. Ja, die Tomate, da bin ich jetzt gespannt. Ja, die wurde fachgerecht abgezogen. Sehr gut. Ja, das ist ein Insider. Es ist ein schönes Gericht im Ansatz, also die Idee ist wirklich toll, nur das Verhältnis auf dem Teller stimmt nicht ganz. Wir haben zu viel Salat und zu wenig Spargel und viel zu viel Soße. Also man hätte die Soße etwas flüssiger gestalten müssen und mehr Spargel und das Verhältnis zur Soße ist eben nicht richtig. Also es ist zu viel Soße zur geringen Anzahl von Spargel.
tolles Gericht, aber leider stimmen die Mengen nicht so ganz. Trotzdem gutes Essen. Ich habe jetzt hier allgemein wirklich nur gutes Essen probiert. Alle hätten es verdient, weiterzukommen, aber einer muss gehen. Ja. Ich mache jetzt mal wieder die berühmte Rangliste. Ich glaube, man kann es meiner Bewertung auch entnehmen, dass ich diesen Paprika-Tatar total abgefahren fand und ist auf alle Fälle weiter. Logische Konsequenz, das Gericht, das mich ebenso überrascht hat, weil ich ja vorneherein gedacht habe, das ist ein bisschen sehr einfach, aber da wurde wirklich viel gemacht aus ganz einfachen Zutaten, hat mich richtig überrascht. Rote Bete Spaghetti ist da. So. Und jetzt wird's schwierig. Der Koch, die Köchin, die dieses Gericht gemacht hat, macht sie es relativ einfach. Wenig Komponenten und die stimmen auch alle. Da hat mich jetzt gar nicht so viel dran gestört, außer dass ich es anders gemacht hätte. Hat mich nicht wirklich überzeugt, aber passt, darf weiter. Ja. Jetzt sind wir bei den zwei letzten Gerichten, die auch toll gemacht sind, aber wo halt nicht alles gestimmt hat. Hier das Verhältnis von Soße zu Spargel, hier die Garstufe von dem Dinkel war nicht so ganz, ja, war einfach zu hart. Der Geschmack war toll. Die Garnele im Kartoffelmantel, da habe ich mich total drauf gefreut, weil ich dachte, die wird richtig knusprig. Die war nicht so richtig knusprig. Wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe, muss ich sagen, dass es hier vom Geschmack ganz gut war. Garstufe Spargel war auch gut. Da haben eigentlich nur die Verhältnisse nicht gestimmt. Kochtechnisch würde ich sagen, wurden hier mehr Fehler gemacht. So. Kurz und schmerzlos. Marissa, komm noch mal her, lass dich umarmen, komm. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Meine Kandidaten starten morgen in die Motto-Tage. Es wird also spannend, es bleibt spannend und Sie sind natürlich dabei. Ihr Nels Müller und immer schön aufessen. Ciao, ciao. Ja, schade.